Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Freitagmorgen, ich komme gerade vom Laufen. War noch im Wald, war noch Wildkräuter holen. Bin noch ein bisschen durchgefroren. Ganz eiskalte Hände. Es ist ja so richtig eisig heute Morgen draußen. Dann auch die Wildkräuter auf der Wiese gesammelt. Da ja, habe ich jetzt richtig eiskalte Finger. Hallo liebe Julia, wunderschönen guten Morgen. Und ich möchte gerne was mit dir teilen, was mir heute Morgen mal wieder so aufgefallen ist. Hallo, liebe Andrea. Diese Runde, die ich da im Moment morgens laufe, die führt mich auch so vorbei an der Bushaltestelle, wo ja sowohl die Schulkinder, liebe Karin, guten Morgen, sowohl die Schulkinder als auch Berufstätige natürlich da auf den Bus warten. Und wenn man da so in die Gesichter schaut, so von den Erstklässlern, die stehen dann da und sind noch ganz, ja, neugierig und schauen noch mit zum großen Teil noch mit so großen Augen in die Welt. Und wenn du dann in die Augen oder in das Gesicht schon schaust von den, ja, Viert-, Fünft-, Sechstklässlern, die stehen schon da, da merkt man schon, ja, wie die Blicke schon etwas leerer sind, der Gesichtsausdruck. Und wenn du dann die Erwachsenen siehst, die da an der Bushaltestelle stehen, da ist ein total leerer Gesichtsausdruck. Das ist wirklich, ja, funktionieren. Und da ist wie so ein kleiner Film, als ich das heute Morgen mal wieder so gesehen habe, ist wie so ein kleiner Film auch in mir nochmal abgelaufen, wie das in meinem früheren Leben war. Freitags morgens, also als ich noch von Montag bis Freitag am Schreibtisch gehockt habe, freitags morgens, und jetzt lass mal bei dir auch so deine Gedankenrevue passieren, wie du heute Morgen aufgewacht bist. Freitags morgens, okay, Gott sei Dank, heute Freitag, heute letzter Tag, heute ein bisschen früher Schluss, nicht heute Mittag bis 4 Uhr im Büro hocken oder auf dem Arbeitsplatz sein, und dann ist endlich Wochenende, ja, vielleicht geht es dir ja auch gerade so. Dann freut man sich riesig aufs Wochenende und sonntags, nachmittags oder gegen Abend kommt dann schon wieder so ein mulmiges Gefühl auf, morgen ist wieder Montag. Wieder eine ganze Woche liegt vor mir. Und so hangelt man sich dann letzten Endes von Montag bis Freitag irgendwie die Woche durch. Lubomira, guten Morgen. Und freut sich aufs Wochenende, das im kleinen Stil. Dann habe ich mich natürlich auch früher immer so von Urlaub zu Urlaub gehangelt, auch wenn es nicht finanziell möglich war, jeden Urlaub wegzufahren. Habe mir dann auch schön geredet, okay, zu Hause auf Balkonien, wie man so schön sagt, da ist es ja auch ganz nett. Hangelt sich von Urlaub zu Urlaub quasi. Wenn der erste Arbeitstag wieder da ist, guckt man schon wieder, wann ist der nächste Urlaub. Eine Woche lang hält die Erholung an. Und dann ist schon wieder alles vorbei, dann sehnt man sich schon wieder nach dem nächsten Urlaub. Und so hangelt man sich dann letzten Endes von einem Jahr zu dem nächsten. Und wenn man dann so, ja, so die 50 so langsam erreicht, dann denkt man so langsam, naja, es sind ja nicht mehr viele Jahre und dann gehst du in Rente und dann machst du dir ein schönes Leben. Und was währenddessen aber geschieht, ist, dass das Leben im Grunde genommen an einem vorbeizieht. Und ja, das ist heute Morgen alles wieder wie so ein Film an mir vorbeigelaufen, als ich da an dieser Bushaltestelle vorbei bin und in diese leeren Gesichter gesehen habe, in diese leeren Gesichter geschaut habe. So, ich finde das so traurig und so schade. Und jetzt denk mal an dich, schau mal, du warst doch auch mal früher so das kleine neugierige Kind, das neugierig in die Welt geschaut hat, das große Augen hatte,
freudestrahlend morgens aufgewacht ist. Und ja, dann beugen wir uns irgendwann dem System und reden uns ein. Wir reden uns das wirklich ein, weil es im Umfeld ja auch nicht anders ist. Es gibt keine anderen Möglichkeiten. Es ist halt so. Das Leben ist halt so. Wie soll es denn schon anders gehen? Und trösten uns mit Dingen, dass wir doch einen Arbeitsplatz haben, dass wir doch ganz gutes Geld verdienen, dass es uns doch eigentlich gut geht. Ich kenne das alles nur zu gut von mir. Und deshalb ist das heute Morgen wie so ein Film von mir abgelaufen. Und das tut mir immer irgendwo so ein Stück weit auch in der Seele weh, wenn ich das sehe. Denn schau mal, wo steht denn geschrieben, bitteschön, dass nicht ausgerechnet du jetzt auch noch, egal ob du jetzt 40, 45, 50 oder auch schon Mitte 50 bist, eine Entscheidung treffen kann, ich hole mir so dieses kleine Kind in mir nochmal zurück. Ich hole mir diese strahlenden Augen, die ich mal als Kind hatte, die hole ich mir nochmal zurück. Ich erlaube mir jetzt, mein Leben wirklich nach meinem Herzen zu gestalten und steige langfristig aus diesem System hier. Mir hat die Woche jemand zu mir gesagt, sie ist es leid, sich versklaven zu lassen. Sie hat das sogar als Sklavensystem letzten Endes bezeichnet. Und im überzogenen Sinne ist es ja auch letzten Endes so. Man macht tagsüber Dinge für jemand anderen, für den Chef, fürs Unternehmen, nur des Geldes wegen. Und dabei werden die Blicke und der Gesichtsausdruck immer ausdrucksloser, immer leerer. Und das haben wir uns doch alle, weder ich noch du, das haben wir uns doch alle nicht vorgenommen, als wir hier mal auf die Welt gekommen sind. Wir wollten doch was verändern, wir wollten doch unserem Herzen folgen, wir wollten doch die Welt entdecken, wir wollten doch Dinge machen, die uns wirklich am Herzen liegen, wir wollten was bewegen, wir hatten uns etwas vorgenommen. Und das steht doch nirgendwo geschrieben, dass das jetzt nicht mehr für dich möglich ist. Deshalb wollte ich das jetzt einfach mal so mit dir teilen. Lass mal so ein bisschen, ja, die letzten Jahre Revue passieren und frag dich doch mal, willst du wirklich so weitermachen, bis irgendwann auch wiederum eine Instanz, der Gesetzgeber oder die Vorschriften von der Firma oder wie auch immer, sagen, okay, jetzt können sie in Rente gehen. Das ganze Leben ist doch so ein Abgeben, Verantwortung abgeben oder sich in die Hände von anderen Menschen begeben. Hallo liebe Karin, guten Morgen. Kann es das wirklich sein? Kann es das wirklich sein, dass so das Leben an einem vorbeizieht und du dir nicht erlaubst, diese großen, neugierigen Augen, die auch du als kleines Kind mal hattest, wieder hervorzuholen und wieder neugierig in den Tag zu starten und dich eben nicht von Montag bis Freitag zu quälen, dich aufs Wochenende zu freuen, von einem Urlaub zum nächsten zu hangeln, ein Jahr nach dem anderen vorbeiziehen zu lassen, wertvolle Lebenszeit, die wir nie wieder zurückholen können, und dann irgendwann zu denken, wenn man dann merkt, so das letzte Stündlein hat geschlagen, hätte ich doch nur. Dazu bist du nicht hierher gekommen. In dir steckt so, so viel Potenzial. Danke, liebe Lubomira. In dir steckt so viel Potenzial. In dir steckt so eine Einzigartigkeit. Selbst wenn du eine Zwillingsschwester hättest, vielleicht hast du ja auch eine, bist du trotzdem einzigartig. Hast du trotzdem hier mal das Licht dieser Welt erblickt und hattest mal einen Plan. Und dieser Plan, der ist irgendwo noch in dir verborgen. Bitte, pack ihn aus. Pack ihn aus und beginn wieder an dich zu glauben.
Beginn wieder an dich zu glauben und dieser ganze Kram, den man dir übergestülpt hat, der jedem von uns übergestülpt wurde, löst dich doch davon nochmal. Und hol dir doch mal wieder diese kindliche Neugierde zurück und glaub doch mal wieder an dich. Fang doch mal wieder an, an dich zu glauben. An dein Potenzial, an deine Einzigartigkeit und vor allem nimm doch mal dieses große Geschenk, was du bekommen hast, dein Leben hier zu sein, im jetzigen Körper zu sein. Das Leben hier, das geliebt werden möchte von dir, das gefeiert werden möchte. Das Leben möchte von dir gelebt werden. Die Welt möchte von dir auch jetzt noch entdeckt werden. Du darfst es dir nur mal wieder erlauben. Das ist so, du hast so ein wunderbares, großes, beispielsweise zum Geburtstag jetzt, wenn du Geburtstag hast und du bekommst ein riesengroßes Paket geschenkt, tolle Schleife dran, tolle Verpackung und du weißt eigentlich, da ist was ganz, ganz Einzigartiges, Besonderes in dir drin und du packst es nicht aus, du lässt das Paket einfach da stehen. Du lässt das Paket einfach da stehen in deinem Wohnzimmer, im Flur oder wo auch immer auf dem Tisch und packst es nicht aus. Das machen wir letzten Endes mit unserem Leben, wenn wir uns in dieses System reinpressen lassen. Wir packen das große Geschenk des Lebens nicht aus. Das ganze Potenzial, die ganze Kreativität bleibt unverpackt in diesem Paket drin. Und dann gehen wir irgendwann wieder, dann steht das Paket immer noch da. Und dann denken wir, hätte ich doch nur das Paket ausgepackt. Bitte lausch mal in dich hinein, kann es das sein? Bitte lausch auch mal in dich hinein, ob du wirklich glaubst, dass irgendwo geschrieben steht, dass ausgerechnet es für dich nicht möglich ist, deinem Herzen zu folgen, dir dein Leben so zu gestalten, wie es wirklich zu dir passt. Und bitte, 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 löst dich doch auch mal von den Gedanken, ich brauche das nicht und mir geht's doch gut. Und ja, keine Ahnung, was schwirrt da alles im Kopf rum. Ich gebe mich mit mir zufrieden und. Das ist doch nicht das, was wir uns alle mal vorgenommen haben. Okay? Leb dein Leben. Lausch auf dein Herz. Und ja, es kommen Zweifel auf, es kommen Ängste auf, das sind alles Dinge. Du darfst dir auch mal bewusst sein, die letzten 30, 40 Jahre, wie lange du schon so denkst, wie du jetzt denkst und mit diesen Gedanken bist du ja dahin gekommen, wo du jetzt gerade stehst. Und jetzt kannst du es ändern. Du kannst es ändern und ich weiß auch, dass du es ändern möchtest. Sonst wärst du nicht hier in der Gruppe, sonst hätte ich dieser Titel Entdecke und lebe deinen Seelenplan nicht angesprochen. Tief in dir ist eine Instanz, die das ändern möchte. Und dazu möchte ich dich jetzt mal nochmal ermutigen, dass heute Morgen mal wieder wie so ein Film an mir vorbeigelaufen ist. Mein früheres Leben, mein jetziges Leben, als ich in diese leeren Gesichter da an der Bushaltestelle geblickt habe. Und wenn ich, wie viele andere, die du vielleicht kennst, die du so hier im Internet, auf Facebook, wo auch immer beobachtest und denkst, doch, die hat es geschafft, die kann das doch. Ich kann das nicht und. Bitte löst dich von dem Gedanken. Du kannst das ganz genauso. Du kannst es ganz genauso. Und so wie du bislang das Navigationssystem auf eine unbewusste Art und Weise übernommen hast und dir zeigen hast lassen, wie das Leben anscheinend funktioniert und jetzt merkst, es ist nicht mehr alles wirklich mein Ding, bitte hol dir das Navigationssystem, wie du jetzt endlich Korrektur machst, Neuprogrammierung. Wie mit dem Auto, wenn du im Navi was programmiert hast und kommst irgendwo an und denkst, die
Gegend hier, die gefällt mir aber nicht. Dann kannst du das Navi doch neu programmieren, kannst ein neues Ziel eingeben. Und so kannst du das jetzt auch tun. Es ist das Wertvollste, was du hast, dein Leben. Hol dir nochmal diese kindliche Neugierde hervor und beginn mal dein Leben bitte, bitte zu kreieren, so wie du es möchtest, wirklich aus ganzem Herzen, und hör auf, dir andere Dinge einzureden. Bitte. Und lass uns gerne, wenn du möchtest, auch unter vier Augen mal über deine Möglichkeiten sprechen. Was ich hinbekommen habe, das kriegst du auch hin. Lass uns da gerne auch mal unter vier Augen miteinander sprechen. Du weißt, wie du mich erreichst. Okay? Ganz, ganz liebe Umarmung. Und ganz nach dem gestrigen Gruß, den die Lubomira hier ja reingeschrieben hat, gestern Morgen oder was, gestern Abend beim Live, ich weiß es gar nicht mehr. Namaste, das Göttliche in mir, grüßt das Göttliche in dir.